So, welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Quarto und in diesem Video teste ich für euch das Haarwachs von El Shiros. Wenn du mich tatsächlich noch nicht abonniert hast, ja, dann klick auf Abonnieren und schalte die Glocke ein. Dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. So, Instagram habe ich natürlich auch. Wenn du Bock hast, folge mir auch gerne auf Instagram. Und aktuell biete ich euch noch ein Special an. Wenn du dir aktuell unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes und nicht weißt, welches Haarstyling-Produkt zu dir passt, dann schick mir eine E-Mail an info@daniel-quarto.com mit deiner Frisur und ich antworte dir mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die zu deinem Haartyp passen. So Leute, jetzt aber zum Haarwachs von El Shiros. Ich habe auch dieses Haarwachs nicht alleine getestet, sondern mein Kollege Altan hat mir wieder geholfen. Und das El Shiros Haarwachs verspricht einen starken Halt mit einem matten Finish und kommt in einem schwarz-weißen Glas und da drin sind 50 Milliliter von diesem Haarwachs. Wenn man das Glas aufmacht, dann kommt einem das Wachs entgegen und es ist auch sehr, sehr klebrig, ähnlich wie das Haarwachs von Dadoud, also Dawax. Altan hat dann 2 Fingerspitzen von dem Haarwachs genommen und in seinen Händen verteilt und beim Verteilen in den Händen hat man einfach diese Klebrigkeit schon sehr, sehr stark gemerkt. Also falls du da draußen schon mal Dawax von Dadoud genommen hast, das ähnelt dem Dawax schon sehr. Nachdem Altan dann das Produkt in seinen Händen verteilt hat und das echt sehr, sehr klebrig war, hat er es dann in seine Haare eingearbeitet. Dann hat Altan einen feinen Kamm dazu genommen und seinen protagonistischen Scheitel gemacht und seine Haare so ein bisschen in Ordnung gebracht und zusätzlich dann einen Föhn dazu genommen. Er hat dann seine Haare in die Richtung geföhnt, in der sie später auch liegen sollen, hat geföhnt, geföhnt, geföhnt und dann hat er anschließend eigentlich nichts mehr gemacht. Er hat auch kein Produkt mehr ins Haar gemacht, weil das Produkt echt wirklich einen starken Halt hat. Aus dem Grund war dann an dieser Stelle die Frisur fertig und so sah die Frisur aus. So Leute, kommen wir jetzt zum Rating des Produktes. Starten wir mit dem Geruch. Und da muss ich natürlich wieder eine Nase nehmen. Und Leute, ich muss sagen, mir gefallen einfach diese künstlichen Gerüche nicht. Ja? Also, nee. Geht nicht. Das riecht sehr, sehr künstlich, ein bisschen zitrisch, aber ja, ich kann dem einfach nichts abgewinnen, Leute. Wenn das so künstlich riecht, ja, da kann ich maximal 2 von 5 Punkten verteilen. Also mehr geht da für mich nicht. Das riecht wirklich sehr künstlich, ein bisschen zitrisch, aber sehr, sehr künstlich. Von daher maximal an dieser Stelle nur 2 von 5 Punkten. Kommen wir zur Anwendung. Bei der Anwendung habe ich eben schon gesagt, dass es sehr, sehr klebrig ist und dass man auch ganz, ganz wenig nur davon nehmen darf, weil es einfach so klebrig ist und einfach so einen festen Halt hat. Und aus dem Grund würde ich hier für die Anwendung einfach nur 2,5 von 5 Punkten geben, weil man da wirklich sehr, sehr aufpassen muss. Man muss seine Haare sehr schnell stylen, weil es halt so klebrig ist und es lässt sich auch nicht optimal in den Haaren verteilen. Also an dieser Stelle 2,5 von 5 Punkten. Kommen wir jetzt zum Halt des Produktes und ich habe es eben schon erwähnt, das Produkt hat wirklich einen sehr, sehr starken Halt und aus dem Grund kann ich auch hier guten Gewissens 5 von 5 Punkten vergeben, weil es einfach einen extremst starken Halt hat. Zur Auswaschbarkeit könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wenn es so einen extrem starken Halt hat und so extrem klebrig ist, dann bekommt man das Produkt auch sehr, sehr schwierig aus seinen Haaren heraus. Aus dem Grund an dieser Stelle 2 von 5 Punkten für die Auswaschbarkeit. Kommen wir jetzt zum Preis. Der Preis bleibt heiß. Leute, ihr bekommt das El Shiros 50 ml für 12,50 Euro. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist die günstige Variante vom Dawax, ist es aber nicht, denn ihr bekommt ja nur 50 ml und beim Dawax habt ihr 100 ml. Für 100 ml müsst ihr halt 25 Euro latzen. Da finde ich das Produkt einfach zu schlecht für, ja, ganz einfach, sorry, dass ich das jetzt hier so sagen muss, aber das ist einfach nicht gut genug, um dafür 25 Euro zu latzen. Deshalb von Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich hier an dieser Stelle maximal 2 von 5 Punkten geben, weil einfach viele Faktoren nicht so gut sind, wie ich es gedacht hätte. All in all bekommt das Produkt nun 13,5 von 25 Punkten von mir, also etwas mehr als die Hälfte. Und ihr findet den Link zum Produkt natürlich auch wie immer in der Infobox. Wenn ihr jetzt keine Lust habt, für Dawax so viel auszugeben, dann könnt ihr einfach mal das testen. Das ähnelt, wie gesagt, sehr, sehr stark dem Dawax von Dadoud. Ich persönlich würde es nur dann nehmen, wenn ich wirklich extrem starken Halt habe und auch sehr kurze Haare. Ansonsten würde ich das Produkt definitiv nicht verwenden. Aber gut, vielleicht passt es ja für deine Kurzhaarfrisur, also kannst gerne mal auschecken. Link ist wie gesagt in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Support ist kein Mord, denkt dran, jeder Daumen zählt. Ich freue mich über eure Daumen, über eure Kommentare. Macht's gut, bis dahin, peace out.